Nachdem wir uns jetzt so ein bisschen mit endlichen Automaten beschäftigt haben und dem Zusammenhang zwischen endlichen Automaten und Sprachen, Sie haben irgendeinen Automaten, zu dem gehört eine Sprache, die von dem erkannt wird und umgekehrt, man gibt Ihnen eine Sprache vor, das haben wir in der Stundenübung gemacht, Sie sollen dafür einen Automaten bauen. Könnte man ja zuerst mal denken, man gibt irgendeine Sprache vor, dazu wird man schon einen Automaten bauen können. Würde Ihnen so aus dem Stand ein Argument einfallen, warum man zu irgendwelchen Sprachen vielleicht keinen Automaten bauen könnte? Aber tatsächlich ist das genau der Punkt. Es gibt unendlich viele Automaten, es gibt unendlich viele Sprachen, aber diese beiden Unendlichkeiten müssen ja nicht gleich groß sein. Das ist im Prinzip wieder das, was wir in Mathe im ersten Semester gemacht haben. Und wenn Sie jetzt Mathestudenten wären und Sie wären schon so ein paar Semester weiter, dann würde ich Ihnen sagen, das müsste eigentlich als Tipp reichen, müssten Sie jetzt selbst rauskriegen können. Aber ich denke, das machen wir mal zusammen. Und ich versuche das mal ein bisschen anders zu machen als sonst, indem ich mal versuche, Ihnen so eine Idee davon zu geben, wie man alle Automaten der Reihe nach aufschreiben könnte. Also was wir jetzt machen wollen, ist das Folgende. Wir wollen uns überlegen, dass man, wir nehmen uns eine feste Sprache, spielt keine Rolle. Und wir werden erstmal uns überlegen, dass man alle Automaten, die mit diesem Eingabealphabet arbeiten, auch wenn es unendlich viele sind, schön der Reihe nach auflisten könnte. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mir jetzt mal eine überlegt. Entscheidend ist nur, dass man sich so ein bisschen im Detail überlegen muss, funktioniert das überhaupt? Also ich wähle mir mal eine Sprache aus. Das Eingabealphabet soll immer sein Sigma-Bool. Also es besteht nur aus Nullen und Einsen. Und jetzt müssen wir uns, also das Ziel ist, ja, ich sage sowas mal wie eine ID für jeden Automaten zu finden. Mit ID meine ich, dem Ding wird ein eindeutiges Merkmal zugeordnet, dass man an dem Ding den Automaten erkennen kann. Das wäre sowas wie die Passnummer oder die Sozialversicherungsnummer oder irgend sowas in der Art. Entscheidend ist, zwei verschiedene Automaten sollen verschiedene IDs bekommen. Und das Einfachste, und das passt auch am besten zu unseren Überlegungen, ist, wenn wir als ID, da müssen wir jetzt ein bisschen Arbeit reinstecken, eine natürliche Zahl nehmen. Werden wir schaffen, wie gesagt, das ist eigentlich nur so ein bisschen technische Arbeit. Also die erste Überlegung, wie sehen solche Automaten überhaupt nochmal aus? Die haben ja so ein paar Zustände. Und einer von den Zuständen ist der Startzustand, ein oder mehrere Zustände sind Endzustände, dann gibt es Pfeile, an den Pfeilen stehen die Zeichen dran, in diesem Fall wäre das 0 oder 1. Ich habe Ihnen schon immer gesagt, wie die einzelnen Zustände heißen, spielt eigentlich keine Rolle. Ich könnte jetzt einen bestimmten Automaten hinzeichnen, voll hingezeichnet mit allen Pfeilen, markiert, was der Startzustand ist und so weiter. Und dann würde ich bei diesem Zustand nichts ändern, außer dass ich die Namen der Zustände ändere. Und natürlich würde sich der Automat dann genauso wie vorher verhalten. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt, wir können uns mal darauf einigen, dass wir die Zustände immer auf eine bestimmte Art und Weise benennen. Also ich schreibe mal Zustände werden immer benannt durch Zahlen, und zwar fangen wir bei 1 an. Also die Zustände werden benannt 1, 2, 3, 4 und so weiter, so viel wie wir brauchen. Wenn wir einen Automaten mit 7 Zuständen haben, dann heißen die Zustände 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn wir einen mit 3 Zuständen haben, heißen die Zustände 1, 2, 3. So. Das ist mal die erste Sache. Dadurch wird sicherlich nichts eingeschränkt, kriegen wir alle Automaten. Die zweite Sache, die ich gerne, das ist auch nur zur Vereinfachung, die ich gerne machen würde, ist, wir müssen uns ja immer aussuchen, welcher von den Zuständen, das ist immer genau einer, der Startzustand ist. Und da wir sowieso die Zustände irgendwie benennen können, mache ich das jetzt mal so, dann müssen wir das nicht extra aufschreiben, dass der Startzustand immer 1 ist. Also der Zustand, den wir 1 nennen, der ist immer der Startzustand, oder sagen wir es andersrum, wir benennen die Zustände immer so, dass der Startzustand die 1 bekommt. Startzustand hat Nummer 1. So, und wenn wir jetzt aus dem ganzen Zustand eine Zahl machen wollen, also das soll diese ID werden, dann müssen wir ja jetzt aufschreiben, erstmal, wie viele Zustände hat der Automat?
Das heißt, wir würden anfangen mit sowas wie einer Zahl. Dann würden wir als nächstes aufschreiben müssen, welches ist der Startzustand. Das können wir uns in diesem Fall sparen, weil den nennen wir immer 1. Dann müssten wir, was müssen wir noch aufschreiben? Wir müssen aufschreiben, was sind die akzeptierten Zustände, die akzeptierenden Zustände. Das könnte zum Beispiel sein die Zustände 3, 5 und 8. Und dann müssen wir noch aufschreiben, was fehlt dann noch? Die Pfeile, also die Übergangsfunktion. Die können wir auch irgendwie, zum Beispiel, wir hatten letztes Mal ja uns schon überlegt, dass wir die tabellarisch aufschreiben würden oder sowas. Und das können wir auch natürlich alles hintereinander hinschreiben. Also nehmen wir doch mal einen konkreten Automaten, möglichst einen, der nicht so kompliziert ist. Ich nehme mal was, was wir in der Stundenübung hatten. Das wird schon kompliziert genug werden, obwohl das nur drei Zustände sind. Da hatten wir zum Beispiel, Anzahl der Einsen soll durch 3 teilbar sein. Das bedeutet dann, der Startzustand ist in diesem Fall auch ein Endzustand. Wenn ich Einsen habe, dann gehe ich immer so zyklisch rum, das war ja die Lösung. Und wenn ich Nullen habe, dann bleibe ich immer auf dem Zustand, wo ich gerade bin. Also dieser Automat zählt, wie viel Einsen gekommen sind. Und den möchte ich jetzt mal als Zahl hinschreiben und dabei klar machen, was so das Prinzip ist. Ich schreibe das jetzt nochmal nicht als Zahl hin, sondern als Folge von Zahlen. Und dann müssen wir uns noch überlegen, wie man das als eine Zahl hinschreiben kann. Ich möchte nämlich gerne eine Zahl haben. Das ist dann die ID für den Automaten. Also ich fange mal an und gebe den Zuständen erstmal Zahlen. Das hatten wir ja gesagt, die sollen durchnummeriert werden. Diesen Zustand, weil das der Startzustand ist, nenne ich 1. Und den anderen hier, den nenne ich zum Beispiel 2 und den nenne ich 3. So. Und jetzt fange ich an, den Zustand aufzuschreiben als Folge von Zahlen. Als erstes schreibe ich auf, wie viele Zustände gibt es. Also ich fange an mit der Zahl 3. Diese Zahl soll bedeuten Anzahl der Zustände. Das schreibe ich immer als erstes. So, dann mache ich irgendwie sowas wie ein Trennzeichen. Dafür mache ich jetzt erstmal ein Komma. Das müssen wir nachher noch ändern. Trennzeichen, Komma. Dann schreibe ich auf, welches die akzeptierenden Zustände sind. Muss ich auch irgendwo notieren. Das heißt, hinter dem Trennzeichen kommt jetzt in diesem Fall nur 1, weil das der einzige akzeptierende Zustand ist. Aber wenn ich jetzt noch mehrere haben wollte, dann würde ich zum Beispiel schreiben 1, 3, 5, jeweils durch zum Beispiel ein Komma getrennt. Müssen wir uns mal überlegen, wie wir das machen. Und dahinter dann, um irgendwie zu zeigen, dass ich jetzt fertig bin mit dem Aufzählen der akzeptierten Zustände, schreibe ich eine 0, weil die 0 ja kein Zustand sein kann. Also dieses hier soll sein die akzeptierenden Zustände. Die zähle ich irgendwie auf. So, und jetzt fehlt eigentlich nur noch die Übergangsfunktion. Das ist natürlich auch noch ein bisschen Arbeit. Ich muss die ganzen Pfeile aufschreiben. Die Pfeile bestehen immer aus drei Informationen, nämlich bei welchem Zustand fängt der Pfeil an, zu welchem Zustand geht der Pfeil hin und welches Zeichen wird dabei konsumiert. Also wenn wir mal den Pfeil nehmen hier, der vom Zustand 1 zum Zustand 1 führt mit dem Zeichen 0, dann könnte man den zum Beispiel so hinschreiben. Vom Zustand 1 mit dem Zeichen 0 zum Zustand 1. Also das soll jetzt bedeuten, das ist ein Pfeil. Und das gleiche würde ich jetzt weitermachen. Ich würde jetzt dahinter schreiben, nehmen wir mal diesen Pfeil hier, der von 1 nach 2 geht. Der geht von 1 zum Zustand 2 mit dem Zeichen 1. Also da würde ich schreiben, von 1 mit dem Zeichen 1 zum Zustand 2. Das ist dann der nächste Pfeil. Und jetzt habe ich insgesamt hier 6 Pfeile, also müsste ich hier jetzt 6 Pfeile hinschreiben. Dann schreibe ich als nächstes hin diesen hier vom Zustand 2 zum Zustand 2 mit einer 0. Das ist diese Loop hier. 2, Zeichen 0, Zustand 2. Das ist der nächste Pfeil. So. Von 2 zum Zustand 3 mit einer 1. Das ist dieser Pfeil hier. Von 2 mit einer 1 zu 3. Und die beiden fehlen noch. Bei der 3 bleiben, wenn eine 0 kommt. 3, Zeichen ist 0, wieder zu 3. Und dann hier von der 3 zur 1, wenn eine 1 kommt. 3, Zeichen ist eine 1, wieder zum Zustand 1. So, das wäre der ganze Automat. Alles, was man über den Automaten wissen muss,
als eine Folge von Zahlen hingeschrieben. Ich möchte das aber gern als eine Zahl haben. Und jetzt müssen wir uns eine sinnvolle Methode überlegen, das Ganze als eine Zahl hinzuschreiben. Was jetzt nicht so eine gute Idee wäre, wäre einfach zum Beispiel die Kommas wegzulassen und zu sagen, wir lesen das einfach als 3, 1, 0, 1, 1 und so weiter. Das ist deswegen keine gute Idee, weil es ja zum Beispiel Automaten geben könnte, die mehr als 10 Zustände haben. Und dann würde ich ja zweistellige Zahlen brauchen. Und in diesem Fall, dies kann man jetzt verstehen, wenn man sich zum Beispiel darauf einigt, dass die Zustände alle nur eine Ziffer brauchen. Aber was mache ich, wenn Zustände zwei Ziffern brauchen? Und ich weiß ja, wenn ich so eine Zahl lese, vorher nicht, wie viele Ziffern ich brauche. Es kann ja auch sein, dass ich 100 Zustände habe oder so. Nee, dafür ist ja die Null da. Die Null ist das Trennzeichen. Da hören die akzeptierenden Zustände auf. Aber klar, das sind all die Dinge, die ich beim Lesen beachten muss. Wir müssen also schon das so machen, dass diese Zahl dann eindeutig ist und dass die nicht als zwei verschiedene Automaten interpretiert werden kann. Es gibt auch da verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Wir werden über solche Sachen nochmal reden, wenn wir über Turing-Maschinen reden. Eine Möglichkeit wäre, dem Automaten, dem Leser dieser Zahl, als erstes mitzuteilen, wie viele Zustände der Automat hat. Das steht ja da eigentlich schon. Ja? Nur wenn ich das einfach so hinschreibe, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dieser Automat hat 127 Zustände, dann wissen Sie, ich brauche für einen Zustand immer drei Ziffern und dann kann man sich darauf einigen, dass alle Zahlen, die danach kommen, immer in drei Stellen geschrieben werden. Die Sache hat nur einen kleinen Haken. Wenn ich jetzt zum Beispiel anfange und sage, dieser Automat hat, sagen wir mal, 10 Zustände, dann fängt meine Zahl so an. Dann wissen Sie aber gar nicht, wenn die nächste Ziffer 1 ist, ob ich damit sagen wollte, der Automat hat 10 Zustände oder ich wollte sagen, der Automat hat 101 Zustände. Also das Erste, was ich mal überhaupt klar machen muss, ist, wo hört die erste Zahl überhaupt auf? Wenn Sie anfangen, diese Zahl zu lesen, von links nach rechts, Sie wissen zwar, die erste Zahl, die da steht, soll die Anzahl der Zustände sein, Sie wissen aber nicht, wo die Zahl aufhört. Schwierig. Kann man aber auch lösen. Hat jemand da eine Idee für? Also man kann das so machen, dass man diese Gefängnismethode mit den Strichen nimmt und sagt, ich mache am Anfang so viele Striche, wie ich Zustände habe und danach kommt eine Null. Das heißt, Ihre Zahl fängt immer so an. 1, 1, 1, 0. Wenn Sie das lesen, dann wissen Sie, das Ding hat drei Zustände. Und wenn das Ding sieben Zustände hat, dann fängt Ihre Zahl so an. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Also Ihre Zahl fängt immer mit einer Anzahl von Einsen an und dann kommt eine 0. Dann wissen Sie, ich lese so lange Einsen, bis eine 0 kommt. Die Anzahl der Einsen ist die Anzahl der Zustände. Aber dies würde auf jeden Fall funktionieren. Ist eine ganz einfache Methode. Sie schreiben so viel Einsen hin, wie Sie Zustände haben, dann schreiben Sie eine 0 hin. Damit haben Sie diesen Teil erledigt. So, und jetzt haben Sie den folgenden Vorteil. Jetzt wissen Sie, wie viele Zustände Sie haben. Darum wissen Sie, wie viele Ziffern Sie pro Zahl brauchen. Ja, nachdem Sie diese Striche gelesen haben und Sie haben zum Beispiel gelesen, dieser Automat ist ein ziemlich dicker Oschi, hat 1027 Zustände. Darum wissen Sie, dass jetzt jede Zahl vier Ziffern braucht. Also wird der Rest jetzt einfacher. Alle folgenden Zahlen werden einfach immer vierstellig geschrieben. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel über den Zustand 27 reden, dann schreiben Sie 00720, weil ab jetzt alle Zahlen vier Ziffern bekommen. Wenn Sie nur 98 Zustände haben, brauchen Sie nur zwei Ziffern. Also dann sparen wir auch Platz. Ne? So, und dann ist der Rest, glaube ich, klar. Ich will das jetzt gar nicht mal alles so im Detail, oder vielleicht mache ich es hier nochmal einmal im Detail. Sie müssten jetzt also bei dem konkreten Automaten, den wir hier oben haben, das Folgende machen. Sie fangen an mit 1, 1, 1, 0. Das ist der Anfang der Zahl. Daran können Sie lesen, dieser Automat hat drei Zustände. Dann muss als nächstes da stehen, müssen als nächstes die akzeptierenden Zustände kommen. Also schreiben Sie jetzt 0, 0, 1, immer drei Ziffern. Entschuldigung. In diesem Fall schreiben Sie natürlich nur eine Ziffer, weil Sie für drei Zustände nur eine Ziffer brauchen. Also schreiben Sie 1. Wenn jetzt noch weitere akzeptierte Zustände kämen, würden Sie die einfach hinschreiben. Und dann schreiben Sie 0. Also dieses Ding heißt Ende der akzeptierenden Zustände. Denn eine 0 kann ja nicht vorkommen. Und jetzt fangen Sie an, diese ganzen Tripel hier aufzuschreiben. Also in unserem simplen Fall würden Sie einfach schreiben, jetzt 101, 112.
202, 213, 303, 311. Und dieses Ding ist jetzt eindeutig zu lesen. Wenn man das von links nach rechts liest, dann liest man erst die 1 bis eine 0 kommt, dann weiß man, wie viele Zustände man hat. Daraus weiß man, wie in dem, was folgt, wie viele Ziffern jeweils eine Zahl braucht. Dann können Sie bis zur nächsten 0 lesen, die akzeptierenden Zustände. Und Sie müssen natürlich auch diese Trennungsnull mit entsprechend vielen Stellen schreiben. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel hier auflisten wollen, an dieser Stelle, die akzeptierenden Zustände, und Sie haben einen Automaten, der, sagen wir mal, 20 Zustände hat, dann muss natürlich diese Trennungsnull als 0,0 geschrieben werden, damit Sie erkennen können, dass das wirklich eine 0 ist. Und dahinter folgen dann die Pfeile, die Sie auch dann mit entsprechend vielen Stellen schreiben. Dieser ganze Aufwand, nur um Ihnen zu demonstrieren, dass das möglich ist. Es geht nicht darum zu zeigen, das ist besonders effizient oder sowas in der Art, sondern nur um erstmal klarzustellen, man kann für jeden Automaten eine eindeutige Zahl finden, die die Eigenschaft hat, diese Zahl kann kein anderer Automat aus Versehen kriegen. Okay? Man kann ja einem Automaten jetzt trotzdem noch mehrere Zahlen zuweisen. Nämlich? Man kann ja die Pfeilreihenfolge, wie man die aufgeschrieben hat, vertauschen. Ja, gutes Argument. Könnte man aber zum Beispiel dadurch beheben, dass man sich auf eine bestimmte Pfeilreihenfolge einigt, dass man sagt, das ist ja so eine Tabelle, die Übergangsfunktion, dass man die zum Beispiel lexikalisch sortiert und sagt, die müssen immer in der folgenden Reihenfolge aufgeschrieben werden, sortieren nach dem ersten Zustand, dann sortieren nach dem zweiten Zustand, dann sortieren nach dem Zeichen. Also man kann eine Reihenfolge festlegen, sodass man sagt, man kann einen Automaten nur auf wirklich eine Art und Weise aufschreiben. Wie ein Telefonbuch sortieren Sie das oder so. Ne? Aber Sie haben völlig recht. Also so, wie ich es jetzt beschrieben habe, hätte man noch Auswahlmöglichkeiten, aber man kann das dadurch beheben, dass man bei der Übergangsfunktion auch eine Reihenfolge festlegt. Dann ist es eindeutig. Ne? So, warum habe ich das Ganze gemacht? Ich habe das deswegen gemacht, weil wir jetzt Folgendes haben. Ich schreibe das nochmal auf. Jedem endlichen Automaten über dieser festen Sprache, also über Sigma Bool, in diesem Fall spielt aber keine Rolle, welche Sprache Sie haben, kann also eindeutig eine natürliche Zahl zugeordnet werden. Okay, das bedeutet, zwei verschiedene Automaten können nicht dieselbe Zahl bekommen. Ich glaube, das ist klar geworden. Ne? Das heißt, das wird nachher so aussehen, Sie schreiben sich die natürlichen Zahlen auf, 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Irgendwann kommen dann ziemlich große Zahlen und so weiter. Und einige von diesen Zahlen, nicht alle, aber einige von diesen Zahlen, stellen Automaten dar. Die meisten nicht. Also zum Beispiel die Zahl 4 ist mit Sicherheit kein Automat. Alle Zahlen, die nicht mit 1 anfangen, können Sie schon mal wegschmeißen, weil es keine endlichen Automaten sein können nach unserer Codierung. Aber Sie könnten im Prinzip sogar ein Computerprogramm schreiben, in das Sie irgendeine Zahl reinstopfen und der geht das dann durch und sagt, nach unserer Codierung ist das ein endlicher Automat und der sieht so aus. Und ansonsten würde er sagen, dieses Ding kann kein endlicher Automat sein. Also man kann jetzt die ganzen natürlichen Zahlen durchprobieren und einige von denen sind Codes für endliche Automaten. Und jeder endliche Automat zu dieser Sprache findet sich auch in der Aufzählung irgendwann wieder. Das bedeutet, es gibt unendlich viele endliche Automaten, aber nur abzählbar viele. Deswegen habe ich das Ganze gemacht. Es gibt auf jeden Fall nicht mehr Automaten, als es natürliche Zahlen gibt. Und natürliche Zahlen gibt es nur abzählbar viele. Das ist, der ganze Aufwand war ausschließlich nur deswegen, um Ihnen mit Sicherheit klarzumachen, dass im gewissen Sinne es relativ wenige Automaten gibt. Es sind so wenige, dass ich in der Lage bin, die alle der Reihe nach aufzuzählen. Also das schreibe ich mal etwas dicker, na dicker nicht, aber in Rot auf. Also es gibt nur abzählbar viele endliche Automaten.
zu einer vorgegebenen Sprache. Vorgegebenen Sprache. So, unsere Eingangsfrage war ja, könnte es eventuell irgendwelche Sprachen geben, für die es keine Automaten gibt? Und darum müssen wir uns jetzt überlegen, dass es mehr Sprachen als Automaten gibt. Das heißt, die Antwort wird sein, wir müssen uns irgendwie überlegen, dass es überabzählbar viele Sprachen gibt. Wenn es nur abzählbar viele Automaten gibt, aber es gibt überabzählbar viele Sprachen, dann ist es klar, dass es nicht für jede Sprache einen Automaten geben kann. Und da können wir so ähnlich argumentieren, das geht jetzt ein bisschen fixer. Wir sind immer noch bei unserer vorgegebenen Sprache. Die war ja, Eingabealphabet war ja Sigma Bool. Und die Idee, die Sie jetzt brauchen, ist, Sie sortieren alle Wörter, die man überhaupt bilden kann mit der Sprache. Und zwar so, dass man die auch alle der Reihe nach wie die Hühner auf der Stange aufzählen kann. Und das macht man so, dass man die der Größe nach sortiert. Also Sie schreiben erstmal hin, wie viele Wörter der Länge 0 gibt es. Da gibt es nur 1, nämlich Epsilon. Dann überlegen Sie sich, wie viele Wörter der Länge 1 gibt es. Da gibt es nur das Wort 0 und das Wort 1. Dann überlegen Sie sich, wie viele Wörter der Länge 2 gibt es. Da gibt es die Wörter 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Und dann, das mache ich jetzt eben auch nochmal, obwohl es wieder ziemlich viel Schreibarbeit ist, wie viele Wörter der Länge 3 gibt es. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Und so weiter, das geht natürlich immer weiter. Und wenn ich das so aufzähle, dann habe ich das jetzt auf zwei Arten sortiert. Erstmal habe ich die nach Größe sortiert und Ihnen ist wahrscheinlich aufgefallen, dass ich innerhalb der Größe die auch nach einem bestimmten System sortiert habe. Welches spielt eigentlich keine Rolle? Ich muss mich nur irgendwie darauf einigen, dass die insgesamt eine Ordnung haben. Zum Beispiel habe ich die jetzt hier, weil die ja aussehen wie Binärzahlen, einfach als Binärzahlen nach der Größe sortiert. Können Sie ja machen, wie Sie wollen. Nehmen Sie irgendwie einfach eine Telefonbuchsortierung. Nachdem Sie das gemacht haben, weil die jetzt ja alle schön an der Schnur aufgeordnet sind, können Sie jedem Wort, was es in der Sprache überhaupt gibt, eine Zahl geben. Das heißt, die können Sie jetzt durchnummerieren und können sagen, das hier ist Wort 0, das ist Wort 1, Wort 2, Wort 3, Wort 4, Wort 5, Wort 6, Wort 7, Wort 8, Wort 9, Wort 10, Wort 11, Wort 12, Wort 13, Wort 14 und so weiter. Also jedes Wort, was man überhaupt mit den Zeichen 0 und 1 bilden kann, bekommt jetzt eine Zahl. Und umgekehrt, jede natürliche Zahl beschreibt ein Wort. Ich gehe jetzt einfach immer weiter. Wenn ich wissen will, zum Beispiel, welches das Wort zu der Zahl 23 ist, muss ich die Liste nur so weit aufschreiben, bis ich bei der Zahl 23 angelangt bin. Und dann sehe ich, welches Wort dazu gehört. So, was ist nochmal eine Sprache? Eine Sprache ist eine Auswahl von diesen Wörtern. Eine Sprache ist eine Menge von Wörtern. Das heißt, Sprache heißt einfach, bei einigen Wörtern sage ich, du gehörst zur Sprache, bei einigen Wörtern sage ich, du gehörst nicht zur Sprache. Da wir jetzt eine eindeutige Beziehung zwischen den Wörtern, die man überhaupt bilden kann, und den natürlichen Zahlen hergestellt haben, kann ich genauso gut sagen, eine Sprache ist eine Menge von natürlichen Zahlen. Jede Menge von natürlichen Zahlen entspricht einer Sprache und jede Sprache entspricht einer Menge von natürlichen Zahlen. Wenn Sie, Beispiel, nehmen Sie die Menge aller geraden Zahlen. Dann bekommen Sie als Menge der Wörter leeres Wort 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 und so weiter. Also zu den grünen geraden Zahlen gehören bestimmte Wörter, das entspricht einer ganz bestimmten Sprache. Oder Sie nehmen die Menge, die besteht nur aus den Zahlen 2, 5 und 7. Dann wäre das die Sprache, die nur aus den drei Wörtern 1, 1, 0 und 0, 0, 0 besteht. Na und so weiter und so weiter. Also, schreibt das nochmal hin. Es gibt also genau so viele Sprachen, wie es Teilmengen von n gibt. Ja, und es gibt aber überabzählbar viele Teilmengen von n, Mathe erstes Semester. Damit ist es klar, dass es sehr, sehr viele Sprachen gibt im Vergleich zur Anzahl der Automaten. Also
ich schreibe das nochmal hin, die Potenzmenge von n, also die Menge aller Teilmengen von n, ist aber überabzählbar. Die Begründung, falls Sie sich noch daran erinnern, war das Diagonalabzählverfahren von Cantor, was auch in der Informatik öfter eingesetzt wird. Also die Vorstellung, angenommen, ich könnte die alle aufzählen, dann kann ich so diagonal eine Menge finden, die ich dann doch nicht aufgezählt habe. Darum ist das nicht möglich. Und das bedeutet in der Konsequenz für uns, es muss Sprachen geben, sogar ganz viele, die man nicht mit endlichen Automaten akzeptieren kann.